Eine der beliebtesten ungarischen Speisen war am Wochenende Hauptthema im westungarischen Nyul, der Palacsinken. Für das kleine Dorf war es das Ziel, einen ungarischen Rekord aufzustellen. Die längste Palacsinken-Tafel mit gefülltem Palacsinken. Die Vorgabe, mindestens 500 Meter Palacsinken musste man auffahren, um den Rekord zu überbieten. Die Organisatorin Katha, normal unterwegs mit scharfen Paprikaprodukten, hat das Projekt kurzerhand angeschoben und am Wochenende in die Tat umgesetzt. Unter den strengen Augen des Schiedsrichters brachten Tausende von Besuchern jede Menge Palacsinken und zahlreiche Köche backten den ganzen Tag vor Ort, um den Mega-Palacsinken-Rekord aufzustellen. Viele Hände waren damit beschäftigt, die Palacsinken mit den verschiedensten Zutaten zu füllen, wie Marmeladen und Schokocremes. Um 15 Uhr am Nachmittag war es dann soweit. Der Schiedsrichter verkündete offiziell, der Rekord ist aufgestellt und sogar getoppt. Denn die Palacsinken-Reihe war 740 Meter lang. Ein grandioser Erfolg für das kleine ungarische Dorf. Der Wahnsinn hier beim großen Palacsinken-Festival in Nyul. Hinter mir sehen wir es. 740 Meter Palacsinken. Damit ist der ungarische Rekord im Sack. Nach der Anstrengung kam dann der angenehme Teil, denn es durfte gekostet werden und die Besucher konnten ordentlich zulangen. Übrigens, Palacsinken sind kleine dünne Pfannkuchen oder auch Eierkuchen genannt, die meistens mit Marmeladen oder Schoko gefüllt werden. Das Wort Palacsinken stammt aus dem lateinischen Placenta, Mutterkuchen, überlebte als rumänischer kulinarischer Begriff Placinta und wurde von Ungarn übernommen mit Palacsinta.